Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Muses Geschichte Nummer 2 erledigt. Sie hatten ein paar Geschenke für die anderen gemacht, die haben sie irgendwie zum Kotzen gefunden. Gaius hat sich dann da eingemischt und dann fanden sie alle toll. Irgendwie sowas. Und wir haben ihre Gedanken gelesen, wie immer. So, ich habe wieder in der letzten Folge ein bisschen Geld eingezahlt und dann gucken wir mal, was wir bekommen haben. Freundschaftstrank. Ruf mich zurück. Wiederauferstehung, okay. Katzenspielzeug. Ja, ne, ich sollte vielleicht meine Katze mal wieder losschicken. Egal. Wird vertagt. Wir gehen jetzt mal nach Nyakera. Wir haben immer noch zwei Charaktermissionen offen. Eine ist irgendwie letztes Mal dazugekommen. Warum auch immer. So, das hier ist die Mission für. Warte mal, lass mal gucken. Für Mila habe ich schon wieder neue Sachen hier bekommen. Verdammt. Warte mal hier. Monochland, Prinzessia. Lass mal eine Katze dahin schicken. Ins Mannhochland. Ne, das ist ein Feld hier. Ja. Ah, lass mal. Brauche ich nicht. Brauche nur den Gegenstand. Da. Das wieder, haben wir ja schon gesehen, glaube ich. Männers. Dann bin ich mal gespannt, was in Laurent dazu gekommen ist. Vielleicht Jude oder so. Mal gucken. Oder schon wieder Musée, weiß nicht. So, hi, wie das Geschichte fortsetzen? Na klar. Mina, Kapitel 5, Maxwells Diener. Oh Gott, wir müssen gegen Ivar kämpfen. Ich sehe es schon kommen. Village tomes and oral histories, but unfortunately no definitive version of that story seems to have survived. Forgive me, Lady Mila. I have failed you. Töte mich. Okay. Thanks for trying. Ja, genau das wollte ich auch sagen. If anything comes Hi. Up, let me know. Did you need something? Ja, du hast ein Ausrufezeichen über deinen Kopf, deswegen. Ich wollte dich nur mal sehen. Hast du etwas bei Mila Krasnick Erfahrung bringen können? Ich wollte dich nur mal sehen. Es war noch nicht mal gelogen. Oh? You've taken an interest in me? What? Come on. Is that really necessary? But it's true, isn't it? I remember you reacted the same way. Never mind me. Shouldn't you tell Luger what you were talking to that villager about? Ah. Good point. I've been pursuing several different leads, but so far none of them has led to reliable information. One thing that does ring true is that the people of Nyakera are Kresnik's descendants. According to local legend, Nyakera was settled by Kresnik's descendants. That's why there's a shrine to Maxwell here, and why the people still practice old-fashioned spirit worship. If the fractured dimension Aska was telling the truth about the previous Maxwell, then the schism must have split the ancestors of Kresnik in two. With some in Olympias and some in Rizamaxia. But wouldn't such a major event have been recorded in the texts and oral histories? Good point. It would have been a major historical shift. There must be more to this story. Und wir müssen es herausfinden. Ja, bitte. DODA here. We've detected a new fractured dimension. Ja, mir geht's gut, danke. I heard her say Nyakera. Is it the next fractured dimension? Was denn sonst, ey? Ich rufe da niemand einfach nur so an, um mir zu fragen, wie es mir geht. Luger, I want to accompany you on this mission. Me too. Alles klar. Ludgas GHS oder GHS einfach. I have to say, Luger's GHS always seems to ring at the worst times. Now that you mention it, it does seem like someone always calls him when we're in the middle of a conversation. Ja, ne? Yeah, it happens so often. It's enough to make me wonder if they're doing it on purpose. Das ist nicht meine Schuld. Tut mir leid, ich weiß ja, es nervt. Ja. Oh, we're not criticizing you. Right. Sometimes coincidences like that just happen to pile up. Like just the other day, I got calls from 5 wrong numbers in a row. Oh? What did you do? Nothing special. I just told each of them they had the wrong number. I see. Perhaps Luger could solve his problem the same way. He can tell everyone who calls they have the wrong number,
until no one ever calls him again. Ja, ich habe gar keine Schulden. Sorry. She makes a fine lord of spirits, but she still has a lot to learn about humans. You'll have to forgive her. Tut mir leid, Vera, du hast mich verwählt. Es gibt keine Splitterdimension. Ich habe auch keine Schulden. egal. So, wir gehen nach Niakera, also gucken wir mal. Irgendwelche falsche Person, Entschuldigung. Ich habe mich verwählt. Nix in, okay. Tut mir leid. Truppe. Wen nehmen wir mit? Weiß nicht. Wir haben einen Heiler mit Jude, aber Elise, warum nicht? Obwohl, weiß ich nicht. Ja, nehmen wir mal die Konstellation. Steuern mal Mila. Und dann gehen wir zum, warte mal, Gegenstände. Wie gesagt, Gegenstände. Zack. Bams. Alles klar, auf nach Splitterdimension F4237. Was kann schon Schlimmes passieren? Was, dass wir alle sterben? Let's gather what information we can. The divergence catalyst has to be affecting someone. Let's see if we can figure out who. Is that? Oh, ich frage mich, wer es gewesen sein könnte. Look, Ivor's doing weird ivory stuff again. He's so weird. Scram, urchins. You must be the only chump in the world who still believes in the four great spirits. Maxwell and the spirits are just a fairy tale invented by grown-ups, you dummy. Ha! You've proven your own ignorance, fools. Allow me to school you. First of all, this town wouldn't even exist without the efforts of the great spirit channeler, Kresnik. Oh boy, here we go. Now he's weird and boring. Let's go. Ipso facto. Hey, get back here! What's sorry to interrupt your lesson. Do you know about Kresnik, Ivor? Sir? And who exactly are you? Wieso jedenfalls kein Schreit, so viel steht fest. Ja. Hi. Precisely what a troublemaker would say. We're researchers interested in spirit worship. Would you consider sharing your expertise with us? Please. Ein anderer wäre, glaube ich, ein bisschen schlechter gewesen. You're researching spirit worship? Correct. In particular, the human named Mila Kresnik. How could anyone researching spirit worship not know about Mila Kresnik? But I'm willing to play along, even if you are suspicious. I'll tell you, but just this once. Thanks, I've never felt so grateful. Good. Your gratitude is noted. Now, Mila Kresnik was the first human ever to summon Lord Maxwell. She was a singing handmaid and the first chief of the Kresnik clan. A singing handmaid? Huh. How strange. How dare you? Show some respect. I'm sorry. I can't believe I was just scolded by Ivor. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. So does that mean this village was founded by Mila Kresnik herself? Alas, no. She died young, before Niakara was built. The village was founded by a member of her clan. I see. You've been very helpful. Of course I have. Don't you know who I am? I am Ivor, Mila Kresnik's successor as handmaid to Lord Maxwell. Preserving and propagating the lore of Lord Maxwell is a handmaid's sworn duty. I must ensure the lore is kept without error forevermore, even if the heavens be split or the earth torn asunder. Right. Thank you. Ivor! It's back! Come quick! The tear of the Hollowmont? That thing just won't quit! It gets worse. Apparently, two village kids were seen heading up the Hollowmont. What? Ich frage mich, welche beiden das gewesen sind. I'll be right behind you. The terror of the Hollowmont. I've never heard of such a thing. Perhaps it's our divergence catalyst. Then we're going to. Jo. Das ist aber noch ganz schön weit weg.
Verdammt. Ey. Ja, ich habe mich jetzt hier nicht umschauen, wird es so nichts geben. Mein Gott, kann ich schon immer so schnell rennen? Ist ja gut, Stromtravise. Kann ich da hin? Nur so ganz nebenbei. Nö. Alles klar. Ja, man, interessant. Die Ironie irgendwie. Dass Wieler von Ivan angeschrien worden ist. Ah, ja, ja. Boah, Entschuldigung. Ich gehe es hier aber nicht nochmal alles erkunden. Vielleicht ein bisschen, sagte er und geht trotzdem nachgucken. Ich gehe dahin, wo die Schatztruhen sind. Ich weiß ja noch ein ganz kleines bisschen vielleicht. Oder Elementerz. Ich möchte in diesem Part hier noch erledigen. Ich kann ja wohl nicht so viel verpassen. Bis jetzt habe ich in den später Dimensionen noch nichts irgendwie verpasst, habe ich so das Gefühl. Was irgendwie sehr wichtig ist. Außer ich habe genauso etwas verpasst. Okay, ist nichts. So, da ist eine Truhe. Geil. Ein schwarzes Ei. Ja, für solche Sachen brauche ich jetzt nicht extra nochmal überall rumgehen. Na gut, dann. Einfach schnell zur Heiliggruppe. Vielleicht tut dieses Ungeheuer irgendwie... Vielleicht wartet das schon irgendwie am Dingens, am Schrein oder so, weiß ich nicht. Ich möchte nicht nochmal hochklettern muss, weil ich finde den Ort nicht so gut. Ist mal so blöd, da hochzugehen. Also wäre auch schon storymäßig ein, zwei Mal gewesen. Truhe? Nee, glaub nicht. Din, din, din. Ignorieren wir alles und gehen weiter. So, dann zur Heiligkubbe. Zu der Kubbe. Blub. Ist irgendwie eine Truhe noch? Nö. Da hätten sie mich ruhig noch hinbringen können, finde ich. Wahrscheinlich muss ich wieder ganz nach oben, ne? Das ist ja so ein typischer Kampf. So ein typischer Kampfschauplatz, meine ich. So, du dickes Ding, lass mich bitte durch. Leider kein Bock mehr. Läuft er einfach und dann haut er einfach ab. Also, bleib stehen. Ha! Truhe? Truhe! Giftiger Stachel, ja, für solche Gegenstände schaue ich mich jetzt hier um. Muss nicht. Geh mal von da oben. Machen... Was auch immer da oben ist, platt. Für mich habe ich das Gefühl, wir müssen gegen Lila kämpfen. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie, keine Ahnung, ne. Oder Muse, weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, Lila. Wenn das stimmt, ne? Dann habe ich eine verdammt gute Intuition. Komme ich da hoch? Weiß ich nicht. Mal gucken, ja, kann doch natürlich, ist bestimmt auch Schwachsinn. Wenn doch, dann kann man locker irgendwie sagen, dass ich irgendwie was nachgeguckt habe oder so. Was aber nicht der Fall ist. Ah! Nix da, ich flüchte. Ihr kennt mich nie. Au, was? Wir steuern Mila natürlich. Warum nicht? Da, meine Güte, ich sehe das nicht. Müsste jetzt die letzte Geschichte von Mila sein, oder? Deshalb bekommen schon wieder so eine Witzwaffe oder so. Ich würde ja lieber Kostüme bekommen, aber naja. Da ja, werden wir aber noch schaffen. Wird ja nicht 10 Minuten dauern oder so, der Kampf. Außer das ist voller schwere Kampf. Hat eine Begründung. So. Wer ist es denn hier? Oh, ein 0815 Viech, okay. Oder gegen Eiber müssen wir wahrscheinlich kämpfen, habe ich so das Gefühl. Ja, wahrscheinlich gegen das Ding. No need to cry. I will save you. Trust me
As handmaid to Lord Maxwell, it is my duty to protect you. You fools! Why would you come here? Look out! Aren't those the four great spirits? Well done. We'll take it from here, Ivor. Ready? Alles klar. Den schnappen wir uns. Trübsinniger Verfall. Jetzt ging alles hier resistent. Aber Schwäche gegen Schwert, sehr gut. Verdammt. Ich habe ausgerechnet jetzt der Dingens hier. Warte mal. Wahrscheinlich irgendwie eine blöde Waffe oder so. Ja, hast du eine Lichtwaffe? Boah, ich liebe die Musik einfach so sehr. So, komm her. Klingt zwar nicht irgendwie nach Dingens. Ach, du kannst ja auch binden, stimmt. So. Sehr gut. Das ist ja gleich ein Angriff, oder? Das sind die alten Angriffe, oder was? Mein Gott. Ich glaube irgendwie gar nichts. Hast du mehrere gerade gerufen? Was zum... Ah, okay, so unterschiedlich sind die Angriffe nicht, finde ich. Den Angriff finde ich schon viel besser als den von normalen Gnomen. Ey, warte. Au. Kann ich vielleicht einige Angriffe ändern? Was soll's? Maha, ist gut. Kannst es wagen. Und zack, hoffentlich treffe ich den richtigen. Sehr schön. Ich glaube, ich habe den richtigen getroffen, ja. Sehr gut. Schade, dass er nur gegen alles resistent ist. Und ein bisschen blöd ist. Ja, da wollte ich nicht, das hier wollte ich, glaube ich. Wird gut, dass man hier zwischen den Kampfstil und den normalen wechseln kann. Ist auch der Kampfstil, den sie im ersten Teil hatte, ganz, ganz am Anfang, wo man sie halt erstmal begegnet ist. Mann, jetzt brennen wir alle. Irgendwie hat er gar keine Chance gegen uns, habe ich dort Gefühl. Da könnte ich auch nur einbilden. Ja, Mila mit ihren Vieren ist ja sowieso stark, deswegen. Aber wir kommen auch gar keinen Schaden jetzt mehr. Nein. Ei, ey. Ja, ne, ich kann alles hier machen. TP. So. Komm her. Ich weiß von Ludgar hier auf Mila zu wechseln, aber mit den verbindenden Fähigkeiten, aber hier habe ich da irgendwie Probleme, habe ich das Gefühl.
Verreck, Mann. So, jetzt aber Bams. Maha. Was ist das denn? Und nochmal. Was beim ersten Mal so geil war. Sehr gut. Und da war's, oder? Nee, da ist er. Sehr gut. Was? Immer noch nicht tot. Der Angriff ist aber geil. Flappe hat das Viech. Meine Güte. Komm schon, mein fertig. Oh, okay. I've surpassed my limits. Now I have the strength to protect. Man, I feel good. Sehr schön. Aua. Wait, hold on. Is it really you? I'm sorry. I did not mean to deceive you. It is! Lord Maxwell! Forgive my insolence, my lord. Please, allow me to serve at your side from now on. I beg of you. No. I'm sorry, but we won't meet again. Alles in Ordnung? I'm fine. I knew that was coming. Don't worry about me. No point in you getting depressed over it. Anyway, it's obvious that something soured the relationship between Mila Kresnik and my predecessor. I just wish we could ask the previous Maxwell directly, but I suppose that's easier said than done. Humans say they never appreciate their parents until they're gone. I'm beginning to see their point. I'm not so sure that applies here. Okay, sieht so aus, als wenn man Mila noch nicht alles abgeschlossen. Weil das ist ja noch ein bisschen offen gerade. Zilla Outfit 2. Ja, achso, ja. Farbe Dingens. That's a nice breeze. Ich muss schon sagen. Schon wieder so gestottert irgendwie. Aber hier haben wir noch nicht 8. Wie kann das sein? Katzenkurier, genau. Sonst heißt ja sehr gut. I could stand here all day. Wieder ein, zwei Missionen abgeben. Vielleicht wieder ein bisschen Galt, ja, 100.000. Ich wahrscheinlich sowieso wieder alles bekommen, wenn ich die ganzen Viecher hier kaputt haue. Perfekt. Ja, ich werde wieder aufs Game beschäftigt sein, habe ich das Gefühl. Boah, die kommen ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Die auch noch in dieser Session hier machen. Das heißt, muss ich machen, aber mache ich halt. Ich nehme mal so gern auf. Das habe ich jetzt auch nicht sarkastisch gemeint. Ja, schluck das. Ja, du mich auch. Okay, dann Trigev. Würde ich sagen, ich beende den Part hier direkt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.